zwei, drei Holzschnitte. Dann können wir dann gleich mal alle abziehen, dass jeder so zwei, drei Sachen hat. Die kann er dann nachher dann selbst zeichnerisch mit Farben verfremden. Dann habt ihr alle schon mal so einen Holzstock verarbeitet. Und ja, das machen wir gleich mal hier, damit wir warm werden und ins Arbeiten kommen. Dann zeige ich nachher, wie das mit der Bambusfeder geht. Dann kann sich jeder irgendwo oben oder hier einen Platz suchen und gucken, dass er was Schönes mit nach Hause kriegt. Okay. Hallo Norbert. So. Holzschnitt ist halt mit der Eichen, also aus Holz. Im Prinzip halt auch eine Stempeltechnik, aber der Holzstock wird halt wie Linolschnitt, aber halt bedeutend fester bearbeitet. Und der kriegt dann einfach mal ein bisschen Farbe. Normale Acrylfarbe? Nee, ich nehme wasserlösliche, damit wir uns alle versauen können heute. Das ist so eine Art wasserlösliche Gouachefarben, aber die sind ja, okay. Super toll. Kann man mit Acryl machen, aber Acryl macht die Poren so zu. Und wasserlöslich kriegst du alles wieder abgeschwommen. Ja, aber die sind wie Gouache, die haben unheimlich viel Pigmente. Und die ziehen gut. So, ich probiere hier jetzt einfach mal. Man kann das nämlich schön mischen, was wir jetzt für ein Kackgrün hier rauskriegen. Okay. Guck, wie fett das wird. Die ersten sind eigentlich immer für die Tonne. Und das ist handgemacht. Genau. Es gibt Leute, die sagen dann, ach, ohne den Fleck wäre das aber schön, aber da kann man einfach nur sagen, weiter bearbeiten. Oder gerade der Fleck macht das vielleicht. Genau, genau, das ist halt der Vorteil von Unikat. Vorsichtig, kann laufen. So. Darf ich einfach so auf den Boden legen? Ja. Schön ist halt, dass das halt nicht über einen Filzstift oder weil ein sehr, sehr ausdrucksstarker Strich ist. Darf ich mal gucken? Ganz verschiedene. Ich habe auch für jeden von euch eine zum Üben dann schon nach Hause mitgebracht.
Wasser. Da ist dann schon mal eine dünne und eine dicke Seite dran. Und was ich gerne mache, weil ich habe ja immer, ob das jetzt ein Holzschnitt oder ein Druck oder wie auch immer ist, ich mache oft erstmal Collage, gehe oft mit Material und Farben rein und warte bis irgendwann, bis ich denke, was ist das jetzt? Karo von meinen Frühstückstüten. Das ist eigentlich in jedem meiner Bilder drin. So in der Art.